Hi. Dies war die Begrüßung für diesen Aufnahmeanfang. Ja, einfach mal ganz stumpf. Hi und nix weiter zur Begrüßung. Ja, ich bin jetzt gerade zur geheimnisvollen Frau gegangen, weil ich dachte, na, vielleicht kann man ja nochmal wieder eine Abstimmung machen. Und wir haben ja in der letzten Folge eine Abstimmung gemacht und haben jetzt auch 10 markierte Module verfügbar von Seimen International. Da müssen wir gleich mal schauen, wie wir diese Module einsetzen, beziehungsweise was wir da für Module bekommen haben. Ich drücke mal auf Module sammeln. Vertrau mir, davon haben wir alle was. Aktuelle Effekte. Oh! 30% hat er schon. Baukosten minus 10%, globaler Marktpreis minus 10%, Seimen International 10 Module. Hier Marktpreis, hier sind die 10 Module. Hier oben wären die 20 Module. Wir von Ussoyev wollen die Chemie sauberer, wirksamer und vielseitiger machen. Und das jeden Tag. Aha. Also würde ich mal sagen, wir nehmen auch wieder hier Seimen. Sie glauben bestimmt, sie tun das Beste. International. Weil den scheinen wohl momentan viele Leute zu mögen. Ja, globaler Marktpreis bei den anderen, okay. Gut, dann haben wir das auch fertig. Und wir haben hier ja noch den Weltmarkt. Wir müssen ja Angestellte mögen mehr Waren. Wir müssen hier oben doch irgendwie Konservennahrung aufbauen und Vitamindrinks müssten wir da hochschaffen. Deswegen gehen wir mal auf den Weltmarkt. Wählen Sie zuerst eine Ware aus. Vitamindrinks plus 11. Ausgangssektor. Zielsektor. Ah, Raumhafen Ausbaustufe zu niedrig. Okay, gut, dann werden wir jetzt mal in die Arktis schauen. Huch, ruckel, ruckel. Und mal gucken, was denn hier so los ist. Ja, wir brauchen einfach mal mehr Arbeiter. Wir haben Geothermalturbine, liefert Energie, um Fabriken zu betreiben. Uns fehlen, wenn ich das richtig gesehen habe, Konserven, weil wir keine herstellen. Warnung, menschliche Ressourcen ungenügend. Ja. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, Moment, ich brauche eine Fischerei. Da haben wir schon. Dann müssten wir hier... Könnten wir hier die Fischerei hinbauen oder hier? Wenn die Fischerei hier hinbauen, haben sie einen relativ kurzen Weg. Hier, ja gut, wir bauen die Fischerei, bauen wir hier hin. Einmal. Und dann müssen wir natürlich passenderweise auch noch eine Straße da hier oben bauen. Jetzt bauen wir so, dann könnt ihr euch den Fisch ranholen, aber wir brauchen definitiv erstmal noch ein Transportzentrum. Das Transportzentrum könnten wir mal hier zwischenstellen. Ich verspreche, dass wir den Custodians keinen Anlass zu Beschwerden geben werden. Ja, jetzt brauchen wir ein... Bräuchten wir einmal Geothermalturbinen? Brauchst du ein... Ach, benötigt ein Bergbauplatz. Oh. Da haben wir schon viel. Oh, die haben natürlich... Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Nein, nein, das ist mir schon klar. Da die aber ein sehr großes Gebiet haben, was die Wärme angeht,
Wäre es jetzt natürlich geil gewesen, wenn wir den hier hingebaut hätten. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir die Aluminiumfabrik verschieben. Und zwar erstmal nach da. Ja genau, du kriegst nämlich von hier dann einen Weg nach oben. Direkt da dran. Und die Geothermal bauen wir hier hin, weil wir damit nämlich hier auch im Grunde Platz schaffen für riesengroße, also für ein Wohngebiet. Ne? Wir können hier gut jetzt Wohngebiet hinbauen. Gut, hier können wir auch noch was hinbauen. So ist es nicht. Raumhafen. Was brauche ich denn, um meinen Raumhafen auszubauen? Metallschaum. 6. Das Klima. Die kaum verheilte Wunde der Erde. Mal sehen, was passiert, wenn ich an ihr kratze. Warnung. Klimastabilisatorennetzwerk erzeugt Wetteranomalien. Externe Manipulation entdeckt. Systeme reagieren nicht. Stabilisationswerte erreichen kritische Stufe. Sie kontrollieren das gesamte Netzwerk der Klimastabilisatoren. Das wird in einer Katastrophe enden. Sie sind dafür verantwortlich. Das Mondlizenzierungsprogramm hat diese Terroristen erst hierher gebracht. Wir verweigern ab sofort die Unterstützung. Und halten Sie sich aus unseren Angelegenheiten raus. Ach, hör nicht auf den. Wir können diesen Angriffen nichts entgegensetzen. Jorgensen hat recht. Sie müssen einschreiten. Mit offizieller Erlaubnis oder ohne. Führen Sie einen Hacker-Gegenangriff auf die Störsender der Orbiter Watch durch. Oder zerstören Sie sie, wenn Sie müssen. Achtung! Zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Zehn Petrochemikalien brauchen wir. Oh. Uli-Bett. Ah, damit kann man dann Neurokomplexfabriken und... Ja, das war jetzt aber nicht so geplant und ich kann auch nichts dafür, dass die jetzt auf einmal hier auftauchen und Stress schieben, Leute. Das ist nicht meine Schuld. Wirklich, da kann ich gar nichts gegen machen. So. Wollen wir mal vielleicht dafür sorgen, dass wir hier noch ein bisschen Arbeit dahin kriegen? So, jetzt habe ich hier so eine komische Strecke. Ich das gerade durchziehe. Ah, da muss ich nochmal gucken. 4 Arbeiter fehlen uns im Endeffekt. Okay, kriege ich so oder so kein Haus hin. Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Und die beiden da noch hin, dann haben wir genug. Jetzt machen wir aber minus eine Konserve. Jetzt möchte ich mal kurz was gucken. Wir haben ja hier die Konservenfabriken. Was habe ich denn jetzt eigentlich von ihm für... Ah, hier. Logistikwartung minus 3. Energiewartung minus 15. Arbeiterkraftwartung minus 25%. Hier brauchen wir aber auch noch Petrochemikalien. Das können wir jetzt also nicht ausgleichen. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal auf die große Map. Und haben hier... Bring unsere Schiffe da weg, aber alle in einem Stück. Aha. Das kann ich also nochmal spielen. Zerstören Sie die Kommandos der Orbital Watch, um das entführte Transportschiff zu befreien. Ja, das haben wir doch schon mal gespielt. Wir müssen jetzt aber... Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Ja, befreien Sie den Klimastabilisator, indem Sie die Störgeräte der Orbital Watch vernichten. Das wollen wir doch gleich mal machen.
Da setzt auch vor Schreck kurz die Musik aus, weil sie sich gedacht hat, oh nein, er will die Mission unbedingt machen. Gut, rein da. Hier, siehst du den Schlamassel? Die Transmitter erzeugen überall Interferenzen und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewacht. Ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären lassen, wie wir damit fertig werden sollen. Ein Glück, dass du uns nicht hängen lässt. Vor langer Zeit haben die Leute geglaubt, dass der Mond für das Wetter verantwortlich ist. Wir werden beweisen, dass das stimmt. Ja, beweise das mal. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben unseren Turtle, wir haben den Spark. Schnell, aber anfällig hatte Maran. Wir haben die Flare. Und die Flare ist jetzt ein Artillerieschiff. Schön. Bereit für Einsatz. Und wie weit kann das Artillerieschiff schießen? Weit. Oh, schön. Roger. So, was möchtest du denn? Wenn es weitergeht, werden die Auswirkungen verheerend sein. Soll den EMP-Impuls dreimal benutzen. Okay, ja, das kriegen wir sicherlich hin. So, ihr drei seid Team 1. Im Gange. Oh, kann ich sowieso nicht. Wir werden angegriffen. Ihr kümmert euch darum, du kümmerst dich mal darum. Volle Kraft voraus. Wir müssen auch nach meiner Meinung ein bisschen... Ah! Nein, 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 nein. Das sind ja... Die wollen wir doch mal lieber mit der Fernkampfwaffe angreifen. Ich gar nicht gesehen. So, schnelles Schiff. Koordinaten bestätigt. Volle Kraft voran. Ha! Weg mit euch. Bestätigt. Reparaturdrohne. Temperatur läuft. Ah, schön. Das Ding hat eine gute Reichweite, muss ich ja mal so sagen. Verstanden. Bereit für Einsatz. So, attackier den doch mal bitte. Da kommen sie. Waffensysteme bereit. Feuert mal auf den da, der macht da irgendwie so ein komisches Schild um den herum. Das finde ich ja ehrlich gesagt gar nicht schön. So, und jetzt weg damit. Gut. Das auch weg? Ja, ne? Ja. So. Grafen sind meins, das können wir auch gut gebrauchen. Ich sehe da schon wieder etwas, was mir nicht gefällt. Oh, erstmal muss der da oben weg. Ja, schön. Und nochmal. Schön. Jetzt bitte den hier. Und dann verpissen. Wie greifst du jetzt mal wieder an? Ja, weg, weg. Damit. Schiff ist wenigstens noch einigermaßen gepanzert. So, du greifst mal bitte den großen Verteidigungsturm hier an. Wow! Nein, nicht meine Flare angreifen. Oh, Leute. Greift den mal an. Ja, gar nicht.
Einmal Treibstoff und einmal bitte... Na, bleibst du stehen? Die Komplettreparatur. So, dann fahrt ihr mal etwas nach hier oben. Dann setzen wir mal hier das EMP ein. Wir sollen es ja eh dreimal einsetzen. Und dann attackieren wir den mal. Ja, so viel zu attackieren. Anscheinend kann man die mit EMP auch gut zerstören. Alle zum Einsatz. So, jetzt genau weg mit dem Gebäude. Volle Kraft voraus. Du kannst auch noch mal gerne einmal da drauf attackieren. Alle zum Einsatz. Genau, du sammelst die und den Impuls ein. So, ja, die Grafen kannst du auch gleich nochmal einsammeln. Verstanden. So, und dann kommen wir ja hier unten schon hin, ne? Sind unterwegs. Ja, das wollen wir uns auch nochmal eben. So, jetzt haben wir noch zweimal den MP-Impuls. Könnte man einmal darauf einsetzen oder nachher auf andere Schiffe. Sind unterwegs. Aber da nehmen wir andere Schiffe. Nachher größere Schiffe, die wir damit attackieren. Weil das ist ja jetzt nicht so tragisch. Diese kleinen Schiffe sind ja schnell weg. Ne? Ah. So wollte ich das sehen. So, du greifst bitte diesen Turm hier an. Oh, der hat auch... Was ist das? Waffensysteme bereit. Der attackiert jetzt zurück, genau. Sind unterwegs. So, dann mal bitte in die Richtung hier. Was haben wir denn hier? Zack, ja, schön. Das fällt auseinander, das auch. Der ist nicht mehr geschockt. Das ist aber auch nicht tragisch. Den kriegen wir trotzdem auseinandergeschossen. Ja, schönes Ding. Sind unterwegs. So. Greif du mal alleine an. Du bist ja sehr stark, was das angeht, ne? So, eigenständiges Attackieren. Treibstoff habe ich auch ziemlich bald voll. Oh. Ja, genau, attackier den Turm. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Dass ich dir das gar nicht erst extra erzählen muss. Heavy, you're clear to go. Opening call.